Guten Morgen, ich stehe hier wieder an derselben Stelle wie gestern. Aber wie ihr seht, das Wetter hat sich etwas verschlechtert. Oh, das Regenrisiko wird ab Mittag ganz schön groß, ganz schön hoch. Oh, da habe ich gedacht, heute Morgen muss ich denn noch mal eine Runde drehen, denn morgen und übermorgen sieht es auch nicht mehr so toll aus mit dem Wetter. Dann lieber heute noch mal eine schnelle Runde zum Genießen. Irgendwas habe ich vor. Ich möchte eine Runde hier um Kurwallen drehen, nicht gerade sehr weit in die Höhe. Nämlich, da werde ich heute hier hochfahren, so zur Ortschaft Paratschier, dann wieder etwas runter unter der Rodelbahn durch. Und dann geht es da hinten bei der Seilbahn so auf halber Höhe durch den Wald. Und natürlich wird es auch mal bergauf gehen zum Ort Papan, der da nicht zu sehen ist, der da hinten um die Ecke ist. Und dann geht es zurück so auf halber Höhe, da so in den Wald, wieder hierher. Da kann ich auch jederzeit wieder zurückkehren. Wenn der Regen doll wird oder so oder Gewitter aufzieht, dann kann ich ganz schnell wieder abfahren. Dann bin ich wieder hier im Ort. Ja, wie gesagt, das Wetter, die Wetteraussichten sind jetzt auf einmal nicht sehr gut für die nächsten beiden Tage. Deswegen wollte ich das heute Morgen nochmal ausnutzen. Dann ist eben morgen, vielleicht auch sogar noch übermorgen, Ruhetag. Oder vielleicht kommt auch gar kein Regen. Ich weiß es nicht, weil im Moment ändert sich die Wettervorhersagen echt extrem. Naja, aber ich mache jetzt heute mal eine kleine Runde hier. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Hier bin ich jetzt in Höhe von der Ortschaft Paratschier. Ja, schöner Ausblick von hier, von den Häusern. Ja, nicht schlecht hier zu wohnen, auch wenn das sehr abseits ist. Hier bin ich jetzt an der Kurwallener Rodelbahn, Sommerrodelbahn. Ja, das ist anscheinend auch die längste der Schweiz. Ja, da kann man rasant runterfahren, wenn man will. Ja. Der Weg gerade eben war jetzt nicht so schön, den ich jetzt hier gefahren bin. Da waren noch einige Stufen drin, waren nicht befahrbar. Runter geht es vielleicht, aber hoch nicht. Aber an den Schild 613 ist die Tour im Moment, das geht erstmal wieder da runter zum Bach und dann geht es wieder da hoch in den Wald. Jetzt bin ich ein ganzes Stück hochgekraxelt hier. Ich muss zugeben, ich bin heute nicht so gut drauf, das merke ich. Ja, die steilsten Stücke habe ich dann doch geschoben. Das ging bis zu 15%. Und über Kopfsteinpflaster, da brauche ich mich glaube ich nicht mehr beschweren, weil besser sind die Wege hier auch nicht. Und ich mache es ja auch hier freiwillig. Aber jetzt geht's Richtung Papan. Jetzt hier der rechte Weg. Und ein bisschen kommt die Sonne noch raus, also das ist doch wohl ganz schön klasse, dass das wenigstens noch vor dem Regen noch so schön ist. We'll be right back.
habe ich mir jetzt aber einen tollen Weg ausgesucht hier. Ja, runterfahren geht vielleicht, aber jetzt hier hoch, naja, muss ich schieben, da sind ja viel zu große Stufen drin. Naja, so langsam wird es wieder grauer. Mal sehen, aber ich kann ja mal hier, wenn ich ein paar Paar bin, immer noch sehen, ob ich abfahre oder nicht. Oder ob ich noch wieder da oben längs fahre. Ein paar Paaren habe ich nur hinter mir gelassen, ja, wie man sieht, es zieht vom Westen etwas zu. Ja, der Regen lässt bestimmt nicht so lange auf sich warten, aber große Steigung habe ich jetzt auch nicht mehr. Jetzt geht das hier noch so ein bisschen da am Hang entlang und dann auch schon wieder runter. Aber jetzt ist auch schon wieder eine andere Perspektive auf die anderen Berge hier auf der anderen Seite. Jetzt mal ein bisschen näher dran. Ein sehr schöner Panoramaweg, ja, ziemlich eben, echt klasse das Stück hier. Wenn nicht dieser bedrohliche Regen da ist, aber so wie es fast aussieht, zieht das fast vorbei. Oder vielleicht doch ganz vorbei, nämlich im Rheintal, das kann man sehen, da regnet das. Ich war gerade zu früh gefahren über diesen Weg. Der ging gerade eben da oben am Wald, aber richtig harte Stufen wieder drin. Kaum zu fahren. Ein bisschen kleine Stöcke konnte ich fahren, aber naja, meine Künste sind nicht so doll. Und jetzt fängt es an zu regnen. Aber ich glaube, das ist noch nichts Tolles. Das glaube ich lohnt noch nicht. Und na, jetzt wird es gerade mehr. Ob ich die Regenklamotten noch anziehe? Aber jetzt müsste es eigentlich nur noch bergab gehen. 3 Kilometer lang, da bin ich auch schon wieder zu Hause bei der Ferienwohnung. Jetzt bin ich gleich wieder unten in Schurwalden. Ja, die Sonne kommt auch schon wieder langsam raus, es tröpfelt noch. Ich glaube auch, da kommt auch noch mal richtig die Sonne wieder raus und der Regen hört auch wieder auf. Aber für heute langt's. Ich glaube, auch bei einem sehr schönen Wetter hätte ich nicht viel anderes gefahren. Also mehr hätte ich heute auch nicht geschafft. So ein bisschen kaputt ist man jetzt. Morgen sind die Wetteraussichten auch nicht so doll. Wer weiß, ob übermorgen was wird. Da ist auch schon noch so ein bisschen Regen angesagt. Aber naja. Das Wetter, das switcht, die Wettervorhersage switcht im Moment unheimlich hin und her. Da weiß man gar nicht, was man soll. Aber heute hat es ja ungefähr gestimmt und die Tour war ja trotzdem recht schön. Hat so viele Höhenmeter und so sind nicht zusammengekommen, aber ja, die Beine, die muss ich jetzt mal ein bisschen ausruhen.
Sonst als Flachlandradler muss man ja doch ein bisschen aufpassen. Okay, das war eine schöne Runde, fand ich trotzdem. War doch ein paar tolle Aussichten, eine schöne Strecke. Ich hoffe, es hat dann heute gefallen. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moins. Tschüss.